Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. So, meine Lieben, ich weiß, wo es weitergeht. Ja, und ich habe schon wieder nachgeguckt, weil ich sonst einfach nicht auf so einen Schwachsinn komme. Und zwar, wir haben hier diese Hand. Und in diese Hand soll ich nun reinschwimmen, damit die mich hier hinschleudert. Eigentlich soll die mich doch woanders hinschleudern, oder nicht? Nee, die schleudert mich nur dahin. Gab's denn noch eine weitere Dixie-Hand? Guck mal, hier können wir hoch. Ach so, vielleicht muss ich einfach von der anderen Seite? Nö, hä? So weit schleudert die mich ja gar nicht. Okay, ich dachte, ich wüsste, wo es weitergeht, aber anscheinend weiß ich das doch nicht. Vielleicht können wir da auf den Schalter. Nee. Der hüpft ja nicht. Der hüpft einfach hier ins Wasser. Na. Nee. Wo bin ich? Ach so, hier. Gibt's denn noch eine... Gab's noch eine zweite Hand? Na, eigentlich nicht, ne? Eigentlich gab's nur diese Hand hier. Wollen die mich jetzt alle verarschen? Oder gibt es hier noch eine weitere Hand? Nö. Gibt's auch keine weitere Hand. Also angeblich soll man sich hier von dieser Hand grapschen lassen. Und dann würde die einen zu einer Kiste schmeißen. Was sie bei mir ja nicht tut, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Das tut die jetzt bei mir aber nicht. Aber wartet mal. Können wir das Wasser vereisen? Nö. Nö, können wir nicht. Schade, das wäre jetzt noch so meine Idee gewesen. Nee. Komme ich nicht dran. Da komme ich einfach nicht dran. Wartet mal, kann ich da... Nee. Bestimmt auch nicht. Nee, da kann ich auch nicht durchschießen. Oh, okay, Moment. So, da bin ich wieder, meine Lieben. Und jetzt kommt's. Schon wieder ein Denkfehler. Denn es ist so, in der Nintendo 64-Version war das wohl tatsächlich so, dass man sich von der Dixie-Hand hier auf diesen Vorsprung hat hochschmeißen müssen. Hier in der Version geht das nun nicht mehr. Da muss man ganz blöd irgendwie hier versuchen, geschicklichkeitsmäßig, weiß ich nicht, da dran zu kommen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. Also, man soll nach oben und gleichzeitig, dass man dann so aus dem Wasser hüpft oder so. Ja, so, genau. So muss ich das machen, nur zur anderen Seite. Aber die Kamera ist so bescheuert in diesem Spiel. Gott, ey, da haben sich die Entwickler was ganz Tolles. Oh, lass uns das doch einfach mal schwerer machen hier an der Stelle. Den Leuten war das anscheinend immer zu einfach. Ja, ja, ja. Deswegen machen wir das jetzt so extrem schwer, dass da kein Horst draufkommt. Das ist toll. Und vor allem können die Leute dann da noch so richtig schön die Zeit vertrödeln. Ich hasse euch gerade alle. Nein! Ich hasse es.
Das ist auch wieder so ein Scheiß, oder? Jetzt mal ehrlich, vor allem ich drücke A und es passiert nichts. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter hier so. Gott, warum kann ich nicht einfach mit Link irgendwie darüber hüpfen? Was war das denn jetzt? Was zum Kuckuck hat mich denn da jetzt bitte schön zurückgeschmissen? Ich hab's doch schon fast geschafft. Hab's doch gesehen. Der geht aber auch immer, es gibt hier immer nur so hoch und runter, ne? Ja! Oh, endlich! Ja, ich darf mich aufregen bei diesem Spiel, ey. Es ist so viel Scheiße hier drin. Ach Gott. So, endlich haben wir den Kackschlüssel. Da sind wir glücklich drüber. Jetzt kann ich nochmal versuchen, doch hier durch das Gitter irgendwie diesen Kristall zu treffen. Hat super geklappt. Nicht. Aber naja, gut, okay. Vielleicht mit dem Schwert. Nö. Okay. Also das geht definitiv nicht. So, und jetzt müssen wir natürlich hier hinten wieder hin. Ist das anstrengend hier. Also da muss ich wirklich sagen, das ist mega anstrengend hier. Diese Tempel. Ich verfluche diese Tempel hier alle. Aber egal, wir kommen jetzt weiter. Ich darf mich nicht beschweren. So, ich muss jetzt wieder ruhig werden. So. Okay, jetzt sind wir hier in einem ganz tollen Raum. Da haben wir kleine Wuschels. Kleine, süße Wuschels. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich da die Säule kaputt machen. Das kann bestimmt mein Gorone ganz gut. Nicht einrollen, schlagen. War das so richtig? Ich denke mal schon. So, und jetzt... Ach, Moment mal. Jetzt setzen wir erstmal die Felsmaske auf. Ruhig. Aha. Da haben wir schon mal eine Truhe. So, die Felsmaske habe ich übrigens deswegen jetzt aufgesetzt, damit mich die Leutchen hier nicht nerven. Diese kleinen Viecher. Aha, eine Fee. Sehr schön. So, was kriegen wir denn hier noch? Nach vorne gucken, bitte. Ruhig. Aha. Ruhig, ruhig. Okay, das war auch falsch. Beziehungsweise... okay. Okay. Nein, das reicht nicht. So, jetzt aber. Okay. Die anderen waren alle falsch. Sehr gut. So, und jetzt muss man hier wahrscheinlich die Spiegel aufladen. Und dann den Lichtschein hier benutzen. Für... Hissen. Also ich muss die Spiegel aufladen. Warum geht das immer nicht? So, und dann muss ich den Spiegel benutzen, um da die Sonne wegzumachen. Na, geht doch. Ach, mit so ein bisschen Gemecker und Gefluche geht alles irgendwann. Das müsst ihr leider jetzt von mir ertragen. Weil ihr merkt, dass im Moment ist es wirklich einfach nur noch ein Kraftakt, hier durchzukommen. Durch dieses Spiel. Ah, ich will nicht immer. Wo ist er? Da. No, ich sehe nichts. Jetzt. So. Muss jetzt hoffentlich reichen. Wieso? Oh. Nein! Oh, ich hasse das. Man denkt immer, man steht drin. Aber das ist halt das Blöde. Er trägt das Schild halt auf dem Rücken. Total unnütz. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch schaffen heute. Also, in dieser Zeit hier.
So. Ja, ich benutze mal alles, was es ja daher gibt, der eine Spiegel. Na also. Ich glaube, die Hälfte haben wir geschafft. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Warte. Ist hier irgendwas? Bin mir nicht sicher. Ich werde jetzt... Oh. Ich werde jetzt trotzdem einmal hier die Dinger kaputt machen. Man weiß ja nie, was da drin ist. Ach, wie schön das noch war, als ich die Felsmaske auf hatte, ne? Einmal kommen sie alle wieder. So. Was zum Kuckuck haben wir denn hier? Ist das jetzt wieder so ein Ding, wenn du... Ach nee, okay, wenn ich runterfalle, bin ich einfach nur tot wahrscheinlich. Okay. Di-di-di-di-di. Hier ist eine Kiste. Na toll. Hauptsache, ich habe Rubine und die Kiste. So, und nu? Ah, okay. Andere Seite. Oh, was machst du denn hier? Ah, was machst du denn da? Oh. Oh Gott. Okay, wir müssen nur in den Strudel reinspringen. Was echt nicht leicht ist bei der Steuerung. Oh nein! Okay, aber wir haben immerhin die doofe Kiste geholt. Von daher wird das jetzt ein bisschen einfacher. So, einmal Aufschwung. Bis hier lang. Und um die Kurve. Um die Kurve. Ah, wir schaffen das. Das war aber eine knappe Geschichte, wa? So. Und jetzt habe ich schon das Problem gesehen. Da kommen wir nicht dran. Wartet. Ich muss was ausprobieren. Da unten war doch ein Schalter. Oh, der ist aber auch. Da ist auch Feuer drumrum. Hm. Aber irgendwie. Ah, hier vielleicht? Aha. Okay. Ja. Komm, ich will mich nur beeilen. Oh nein! Das habe ich mir irgendwie gedacht, ne? Dass ich mich hier beeilen muss. Aber das ist so verwinkelt. Okay, also nochmal. So, und jetzt müssen wir schnell darüber. So. Nein! Das... Oh Gott, ich krieg zu viel. Okay, ganz ruhig. Bleib ganz cool. Ist alles gut. Wir schaffen das. Komm, wir waren nur fast da, ne? Gott, ey, wie schnell soll man hier bitte immer durchsprinten? Ich hasse dieses Spiel so langsam. Also ich weiß, was ich nicht nochmal spielen werde. Das ist genau dieses Spiel. Ich werde es nie wieder spielen. Wenn ich es einmal durch habe, dann nie wieder. Dann verbrenne ich es oder so. Irgendwas werde ich damit machen. Irgendwas Schönes. So. Wehe, da ist jetzt auch noch ein Zeittimer, dass ich danach alles wieder machen darf. Dann kriege ich zu viel.
Dann ist vorbei. So, okay, wir haben das geschafft. Das war ja auch gar nicht schwer, ne? Hat auch keine 5 Versuche gebraucht. Mal wieder. So. Jetzt will ich schön hier so rein. Ja, sehr gut. Dann kommen wir gut um die Kurve. Und weiter, weiter, weiter. Und fertig. Geschafft. Was ist da drin? Ich kack... Ey, das... Wegen der dummen Fee? Ernsthaft? Gott, diese dämlichen Feen, ey. Ich wollte gerade schon richtig fluchen. Ich habe mich nochmal zusammengerissen. Was kommt jetzt? Wer bist du denn? Hey, ich habe auch so eine Maske. Ah, warte doch mal. Guck mal, ich habe doch hier auch so eine Maske. Lass uns Freunde sein. Aua, er will anscheinend nicht mit mir befreundet sein. Aua. Hallo? Das ist der Garou-Meister. Er ist viel stärker als ein gewöhnlicher Garou. Weiche ihm rechtzeitig aus. Ja, das versuche ich ja gerade, wenn ich ihn mal wieder anvisieren könnte, hier den Sack. Alter. Ich hasse dich. Hallo? Wie weit soll ich wegstehen von ihm? Anscheinend zu weit. Wartet. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Ah! Alter, ich brenne. Ja, klar. Nerv mich nicht. Komm weg mit dir, Link. Du darfst nicht immer so lange da rumstehen, Mann. Wie konntest du nur siegen? Du warst ein mehr als würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhabe lasse. Mach mal, mach mal. Berührt das heilige goldene Licht, das blutbefleckte rote Emblem vor dem Eingang des Tempels. So tritt eine neue Ordnung in Kraft. Mach mal, mach mal. Die Erde wird im Himmel geboren, der Mond hingegen auf der Erde. Vergiss niemals diese Worte, nun gehe ich dahin. Still und ungesehen. Mach mal, mach mal. Dies ist das Gesetz der Garou. Ach ja. Die Garou. Stimmt, ja. Gib mir alles, was du hast. Du hast den Lichtpfeil erhalten. Okay, so. Jetzt müssen wir hier durch. Und nun? Erstmal... Maske absetzen, glaube ich. Ein Hip-Loop. Wehre seine Attacken mit dem Schild ab, aber vielleicht solltest du vorher etwas gegen seine Maske unternehmen. Oh! Oh, was war das denn? Ich sterbe ja gar nicht, wenn ich runterfalle. Nee, ich bin jetzt hier runtergefallen. Kann ich hier hoch? Nö. Ah, da ist ein Punkt. Sehr gut. So. Jetzt nochmal da hoch. Ja. Oh nein, du sollst sie schmeißen. Ja. Okay, wartet. Mit Pfeilen. Sehr gut. Ach oh Gott. Ich sterbe hier immer so. So ganz schrecklich. Warte mal, ich bin jetzt... Ach toll, jetzt ist das zugegangen. Was ist das?
Oh. Ein Eigore, nur darauf loszuschlagen, bringt nicht viel. Achte auf sein Auge und warte den richtigen Zeitpunkt ab. Ja, du bist ja witzig. Ey, wie soll ich den denn besiegen? Aha. Okay. Alles klar. Sehr gut. Boah, der lebt ja noch. Ich dachte, der wäre schon geschafft. Zu früh gefreut. Ey, ich sehe nichts. Habe ich das schon gesagt? Der Zaun ist voll im Weg. So, hier bekommen wir auch eine Kiste. Na, das ist ja nett. Dann gucken wir hier direkt mal rein. Ach, noch eine Fee. Da könnte ich auch drauf verzichten, auf die Feen. Also ich will es wenigstens bis zum Boss schaffen. Das wäre schon mal die halbe Miete, wenn wir das schaffen. Ey, es steht vor dir. Na, wollen die mich verarschen? Wozu gibt's denn dieses tolle Anvisieren? Also manchmal weiß ich auch nicht. Und was für einen roten Schalter meinte der Typ eigentlich? Aktiviere? Hatte der nicht gesagt, aktiviere irgend so einen tollen Schalter? Und dann ist alles super. Vielleicht ja hier unten. Ah, wartet mal. Ich habe doch jetzt Lichtpfeile. Vielleicht. Ah. Aha. Na toll. Oh Mann. Ey, das Spiel ist heute so arschig zu mir. Also echt, überhaupt, dieses Spiel ist so mega arschig. Du denkst dann immer so, oh, so geht's weiter. Und dann, scheiße, so geht's doch nicht weiter. Pech gehabt. Hast du die Arschkarte, ne? Dann darfst du den ganzen Scheiß nochmal machen wahrscheinlich. Ja, was meinte der Typ denn da jetzt, bitteschön? Bin ich schon wieder dran vorbei, ja? Mit Sicherheit. Ich hab den verdammten Schalter gemacht, aber es war anscheinend nicht der richtige.